musst fallen. Also, wie kann... ja. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Im letzten Part sind wir hier in den Zwergenhallen angekommen, haben die Orks vertrieben. Ach, den Geruch erkenne ich sofort. Du hast dir den Bart versenkt. Und treffen einen alten Bekannten. Ich werde Schmied sein, ohne dass einem hin und wieder Funken in den Bart fliegen. Was erwartest du, wenn man mit Hammeresse und heißem Metall arbeitet? Man nennt mich inzwischen Buri Brandbart. Ich hatte meinen Bart bis runter zum Gürtel. Naja, kürzer ist sicherer. Solange ich in meinen Eimer Wasser parat habe, gibt es keinen Grund zur Sorge. Ja, geil, dich zu sehen. Allerdings müssen wir hier jetzt mit Gala reden, damit wir zur Schatzkammer kommen. Du bist also der Fremde vom Erebor. Du siehst trotz allem wie ein richtiger Zwerg aus. Jetzt, da du weißt, dass wir hier sind, nehme ich an, dass wir bald von entfernten Verwandten überrannt werden, hier von unseren Seglern. Ja. Bist du hier, um was zu kaufen? Ich habe eine riesige Platte vom feinsten Nordelbader Kunsthandwerk auf Lager. Raus mit der Sprache, Zeit ist Geld. Der hat's aber echt eilig. Hör mal, Gurin persönlich schickt mich. Er sagt, ich soll mit seinem Verwalter reden, mir etwas als Zeichen seiner Dankbarkeit aussuchen. Ja, ja, er hat es vielleicht mal nebenbei erwähnt. Es war eher zu großzügig von ihm. Nicht, dass ich nicht zu schätzen weiß, was du getan hast. Aber wie soll ich bitte schön unseren Wohlstand mehren, wenn ich unsere besten Arbeiten verschenken darf? Also hier, bitte, such dir was aus. Hä? Ich hab doch gar nichts gewählt. Ach weh, ach jetzt darf ich. Boah, das ist böse. Boah, das ist schon geil. Ist auch richtig geil, Alter. Ich will eigentlich alles. Gib doch her, du Hund. Boah, plus 20 Schaden auch noch. Yes, nehmen wir das. Der Brustschutz. Sieht am geilsten aus und... Hey, jetzt sehen wir so aus wie früher mal mit diesem... Ja, dunkelroten Gewand. Und das hat einfach die besten Stats meiner Meinung nach gehabt. Und jetzt sind wir auch bereit für neue Gefahren. Wir müssen jetzt ja schließlich einen Drachen töten. Naja. Der Düsterwald ist ein Ort, den ich lieber von oben sehe als von innen. Aber wir sind bereit aufzubrechen. Du bist ein enger Freund von diesem Zauberer, Radagast. Der braune Zauberer ist schon ein enger Freund der Adler, seit er das erste Mal nach Mittelerde kam und sich in dem Wald niederließ, der jetzt Düsterwald genannt wird. Sogar bevor er diesen finsteren Namen erhalten hat. Das war lange bevor ich geboren wurde. Aber ich habe ihn viele Male in seinem Haus in Rosmobil besucht, wenn ich ihm Nachrichten von weit her brachte. Aber ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit er Rosmobil verlassen hat. Was könnte einen Zauberer aus seinem eigenen Heim vertreiben? Er war schon fort, bevor ich ihn fragen konnte. Aber die Bedrohung und die Dunkelheit im Süden des Düsterwalds wurde immer größer. Ich vermute, Rosmobil ist nicht länger sicher. Selbst für einen Zauberer. Aber keine Sorge, ich kenne Radagasts bevorzugte Orte im Norden des Düsterwalds. Wir werden ihn finden. Oder ich bringe euch an einen Ort, wo ihr ihn zumindest sehr wahrscheinlich trefft. Ja, dann los. Dann müssen wir wohl zum Düsterwald gehen. Wir werden bereit sein. Gut, auf die Unterstützung der Adler können wir wie immer hoffen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann wollen wir jetzt mal zum Düsterwald, um mit Radagast zu sprechen, wie wir einen Drachen töten können. Brrr. Ja, ist schon ein ganz schöner Weg, den wir hier laufen werden. Aber natürlich haben wir die Timesclaps-Fähigkeit und deswegen sind wir jetzt schon da. Das ist ein geiles Wallpaper, finde ich. Was? Oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Verrecken wir jetzt? Was zur Scheiße war das denn? Und wie zum Teufel habe ich sowas überleben können? Das hätte mich eigentlich locker umbringen müssen. Selbst mit... Ach du heilige Scheiße, da ist er. Den Zauberer suchen. Niemand kann ihm jetzt helfen. Und niemand kann dir... Wer bist du? Okay, die Fellbestie ist schon mal erledigt. Dann werde ich mich um dich kümmern, du Depp. Dass du mich einfach in der Luft angreifst. Okay, vielleicht trinkt man doch lieber einen Tee. Ja, klar.
Wer ist das? Ist es etwa der Hauptmann von Aganda? Na scheiße, ich habe keine Bolzen. Ach du heilige Scheiße, der hat Spamming drauf. Der hat Anti-Spammer-Training. Ich muss das Anti-Spammer-Training durchziehen, wie damals Shoro in 2.12.3. Das hat ihm leider nichts gebracht, aber vielleicht wird es ja mir was bringen. Hier ist ja schon mein Anti-Spammer-Schild. Allerdings komme ich so auch nicht an ihn ran. Ich kann Belaram nicht rufen, da der mit der Fellbestie beschäftigt ist. Fuck. Sind zwar zu dritt, aber... Wie soll ich denn ausschalten? Vor allem, der hat Feuer um sich herum. Wie soll ich ihn schlachten? Kann man vielleicht außerhalb irgendwie drumrum? Ah, oh, hier sind 6 Bolzen. Geil. Mach mal die scheiß Zufluchtsschilde wieder. Sind ja auch Bolzen? Jawohl, 12 Bolzen. Ja. Oh, hi. Was geht? Gut, wenn du dich selber aus deinem Versteck raustraust, selber schuld. Okay, du hast zwar drauf, aber ich habe die Kajoken. Aua. Das ist unfair. Da nur ich der Zwerg hier bin. Zack. Wie schmeckt dir das, Wulfruhn? Du hast dich mit 3 angelegt. Gut, hätte ich eine Fellbestie dabei gehabt, wäre ich mir auch sicher gewesen, da ich dachte, dass der Adler eh geschlachtet wurde. Oder die Adler. Wo sind eigentlich die anderen 2 Adler? Die sind ja abgehauen wahrscheinlich. Okay, Wulfruhn, du hast keine Chance. Was auch immer das sein soll. Und wo du auch immer herkommst. Dass die Adler dich nicht gesehen haben, ist ja schon Schwachsinn genug. Zack. Hälfte hast du schon. Ich habe auch nur noch die Hälfte. Wo bist du? Hier. Ich glaube, das ist der Zwischenboss des Spiels. Kann das sein? Dass es halt wirklich so der Hauptmann von Aganda ist. Fuck, verschossen. Und das ist jetzt quasi so die Midway Point des Games markiert. Weil der kämpft schon deutlich, ja, effektiver und auch komplett anders und schneller und sowas als die anderen Bossfights, die wir bis jetzt hatten. Und scheint auch, der wird irgendwie so specialiger in Szene gesetzt und sieht auch ähnlich aus wie Aganda, finde ich. Deswegen könnte das schon sein, dass das sowas ist. Aua, fuck, doch die Wand an. Okay, ich habe keine Highlighter mehr, also wenn ich jetzt krepiere ich. Aber du hast, ah, fuck. Ich wollte gerade sagen, du hast auch nicht mehr so viel Leben. Allerdings, wenn du mich weiter so effektiv triffst, habe ich auch keins mehr bald. Und tschüss. Ja, okay, diese Feuerattacken nerven zwar, allerdings sind die nicht sehr effektiv. Die ziehen nur ein bisschen was ab. Ja gut, ist auch gut so, weil so wie der die spammt. Ja, gut so, und da kann man rausschießen. Wo bist du? Ach scheiße, jetzt habe ich keine Geschosse mehr. Ja, servus, genau vor meiner Hackfresse. Wir werden dich zur Strecke bringen, du Depp. Geh nach Hause. Tritt vor deinen Schöpfer. Wer auch immer das gewesen sein mag. Wahrscheinlich Sauron. Ciao, Boy. Tja, Auftrag fehlgeschlagen. Noch dies wurde geschlachtet. Oder? Nee, die lebt noch. Will sie fliehen? Das Viech, wie das so aussieht, ey. Ich glaube, es schafft es nicht zu fliehen. Ja, okay, das war's. Gut, dann haben wir wohl schon 2 sehr, sehr mächtige Verbündete abgeschlachtet. Das war ja fast ein Drache. Ey, geil, wie die Leiche da liegt. Gut gemacht, meine Freunde. Der hier wird sein Lügengespinst nicht weiter verbreiten. Doch ich fürchte, es war keine zufällige Begegnung. Wenn Wulfruhn hier war, könnte es Schwierigkeiten für Radagast bedeuten. Ihr solltet euch beeilen und ihn suchen. Der Hexenmeister hat irgendwas von einem Zauberer gesagt. Er kann nur Radagast gemeint haben. Aber warum sollte Aganda seine Schergen auf Radagast ansetzen? Der braune Zauberer beschäftigt sich nur wenig mit der Außenwelt. Aber er hat in der Vergangenheit gegen Sauron gearbeitet. Vielleicht möchte Aganda nur eine alte Rechnung begleichen, aber wahrscheinlicher ist, dass er Radagast davon abhalten will, seinen Feinden zu helfen. Wir sollten... Was ist das für ein widerwärtiges Wesen? Es stinkt! Wer kann das sagen? Irgendeine Bestie aus einer älteren Welt vielleicht, vom dunklen Herrscher gezüchtet und abgerichtet, um seinen treuesten Dienern zu Diensten zu sein. Der Hexenmeister... Ja, scheiße, das hatten wir schon. Er kann nur Radagast. Aber warum soll... Der braune Zauberer beschäftigt sich nur wenig mit der Außenwelt. Das gefällt mir nicht.
Aganda scheint uns einen Schritt voraus zu sein. Wenn ja, dann könnte Radagast in großer Gefahr sein. Wie weit sind wir vom Zuhause des Zauberers entfernt? Es ist schwer mit Sicherheit zu sagen. Selbst die Augen eines Adlers können das verschlungene Geäst des Düsterwalds nicht durchdringen. Und Lichtungen gibt es wenige in diesem Wald. Ich habe den Düsterwald schon einmal auf der alten Waldstraße durchquert. Es ist keine sehr angenehme Erinnerung, aber der Wald kommt mir hier sogar noch düsterer und trügerischer vor. Was erwartet uns hinter dieser Lichtung? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Der Düsterwald ist nichts für meinesgleichen. Wir können zwar über den großen Wald hinwegfliegen, aber seine Geheimnisse bleiben unter den Baumwipfeln verborgen. Der Wald hat jedoch einen bösen Ruf. Sei auf der Hut bei deiner Suche nach Radagast. Die Waldelben haben ihr Zuhause im Düsterwald. Vielleicht können sie uns zur Hand gehen. Es stimmt, dass König Thranduils Volk im Wald lebt. Aber viele dunkle Meilen liegen zwischen hier und den Hallen des Elbenkönigs. Man könnte wochenlang in diesem Teil des Waldes herumwandern, ohne einer Elbe zu begegnen. Ich begegnete Menschen auf der Straße nach Westen. Gibt es denn keine dieser Waldmenschen in diesem Teil des Waldes? Du sprichst von den Beorningern. Ja, es gibt wackere Menschen, die am westlichen Rand des Düsterwalds leben. Aber man findet sie selten so weit nördlich. Und sie sind vorsichtig im Umgang mit Fremden, wie es jeder, der es wagt, in diesem Wald zu leben, sein sollte. Wir werden ihn finden. Aber was ist mit dir? Bist du verletzt? Die Bestie hat zwar Schaden angerichtet, aber nicht genug, um mich vom Fliegen abzuhalten. Ich werde schon bald wieder völlig genesen. Das klingt gut. Wir werden die Suche zu Fuß fortsetzen. Sollen wir dich hier suchen, wenn wir ihn gefunden haben? Nein, ich muss meine Kameraden suchen. Sie machen sich wahrscheinlich Sorgen um mich. Gemeinsam werden wir von oben Ausschau halten. Radagast hat viele Freunde unter den Vögeln des Düsterwalds. Wenn du ihn findest, kann er uns problemlos eine Nachricht zukommen lassen. Nun gut. Viel Glück, Belera. Ich traue diesem Düsterwald nicht. Ich wünschte, unser Weg hätte uns woanders hingeführt. Warum sollte Radagast die schattigen Pfade? Man sagt, der Düsterwald war nicht. Das ist wohl unser nächstes Kapitel. Er war recht schön, bevor der Schatten des dunklen Herrschers darüber fiel. Dieser Schatten liegt hier. Yes. Es gibt böse Wesen in diesem Wald. Sei auf der Hut. Boah, die sehen ja mutiert aus. Das sind doch keine Waage. Das sind irgendwelche. Ach du Scheiße, aber die sehen richtig eklig aus, die werden uns zerfleischen. Aber, was ich anmerken will, die... Stimmt, aber wo der Waage schreit, ist auch der Ort nicht weit. Jaja. Was die Audio hier angeht, ich habe jetzt gerade rausgehört, so wenn die miteinander sprechen, da wir in einem Wald sind, kommt so ein leichtes Echo im Hintergrund. Das finde ich eigentlich total geil von den Effekten her. Haben sie gut gemacht. Auch wenn es relativ simpel ist, aber es ist einfach gut gemacht. So, ciao. So, da wir jetzt aber jetzt hier mit Wagen zu tun haben, mit denen ist absolut nichts zu spaßen. Eigentlich sind wir tot. Ja gut, du bist ein Kacklappen. Achso, ich habe keine Munition. Brrr, tot. Ja, ja. Boah, jeder weiß schon, dass wir hier sind. Sehr gutes Willkommensgeschenk. Ah, cool, ein Ausrüstungsgegenstand. Allerdings wird mir der nicht viel nützen, wenn ich hier drauf gehe. Deswegen sollte ich... Boah, wie ich aussehe, wie so ein Assassine. Ja, nee, wie so ein Henker. Ich sehe richtig gut gepanzert aus. Ich sehe eigentlich echt gut aus, aber... Hilft mir alles nichts. Wenn ich keine Bolzen habe, um euch loszuwerden. Vielleicht sollte ich echt nicht so viel mit Bolzen arbeiten. Wäre vielleicht eine Idee. Vielleicht hier? Nee, Münzen. 15, wow. Davon kann ich mir ja nicht mal mehr ein Happy Meal leisten. Na gut, muss ich halt drauf achten, dass Eradan und Andriel das regeln. Reist durch den Düsterwald zum Haus von Radagast. Okay, hier komme ich nicht durch. Ja, ja, hi. Was geht? Dich kann ich platt machen. Also du bist jetzt nicht das Problem. Auch wenn du... Hey, wie hast du mich erwischt, bitte? Also ganz ehrlich, Achso, da ist noch einer von den Deppen. Ja, das sind sogar noch zwei von den Deppen. Und vor allem, die sind viel stärker. War es jetzt schon? Bist du ein Kacklappen oder was? Okay, man muss eigentlich nur der Raserei ausweichen. Okay, ich sollte denen mal helfen, sonst bin ich bald auf mich allein gestellt. Und da ich kein Leben habe, also kein Heilmittel mehr, bin ich auch gleich tot.
Ja, ich merk's. Oh nein, nicht der zweite Game Over. Ich seh's kommen. Die haben uns gerade richtig überrannt. Vor allem die scheiß Bogenschützen. Ich kann sie nicht loswerden. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich hab leider nichts. Sonst würde ich es euch ergeben. Und ciao. Ihr Radan ist down. Was? Der kann Deckung durchbrechen? Okay, tot. Krass. Krass. Zwei Tode in zwei aufeinanderliegenden Parts. Davor nichts. Ja. Nice try. Da gehen wir doch mal lieber zuerst zurück und kaufen uns ein bisschen was, würde ich mal sagen. Sonst haben wir hier keine Chance. Spaß. Natürlich ist es eine Falle, wir haben es gerade gemerkt, wir sind tot. Eigentlich schon seit zwei Parts. Oder eigentlich schon zweimal, besser gesagt. Ja. Ciao. Warum habe ich da vorher keine Bolzen bekommen? Verdammt. Aber wie dem auch sei, ich glaube, die Bogenschützen sind das kleinste Problem. Das größte Problem sind diese Orkspasten da. Geh jetzt sterben, Mann. Dich braucht keiner. Ich dachte eigentlich, dass der Boss mir ein Level abgibt, aber der hat mir fast gar nichts an XP gebracht. Ciao. Ja, das sind ja überall welche, Mann. Ah, ich hab schon gesehen, die anderen sind da. Und tschüss. Ja, klar, sagt halt so hallo. Hey, erstmal wegrammen und dann flüchten. Ich mache euch beide fertig. Ohne Scheiß. Jetzt reicht's mir. Ah. So, ich kann das auch, Mann. Ich hab trainiert. Ja, Fähigkeiten mehr angeeignet. Du wirst jetzt krepieren, mein Freund. Ja, jetzt habe ich zwar keine Bolzen mehr, allerdings hättet ihr sterben. Aua! Ich bin schwer verletzt. Mit. Ja, ja. Mit einem kann ich es aufnehmen. Ah! Mann, die sind übelst robust, die Teile. Aber der mit dem Hammer ist echt nicht so schwer zu bekämpfen. Der macht zwar guten Schaden, allerdings hat er kein Schild, weswegen man ihn eigentlich immer treffen kann. Wenn die nur nicht so viel Leben hätten, alle. Ja klar, jetzt kommt so ein Kalam. Ah ne, das war nur das scheiß Ding. Ich dachte, da wäre noch einer. Ja, ihre dann, ich komme ja gleich, aber der stirbt einfach nicht. So, danke, ciao. Und du. Ach scheiße, ich hab nichts mehr. Fuck! Hey, ich werde schon wieder drauf gehen, so wie das hier aussieht. Wie konnte der mich treffen? Der hat nach vorne geschlagen. Danke. Jetzt dürfte er aber auch gleich mich wieder beleben, so wie es aussieht. Und dafür sind die scheiß Bilderrahmen-Dinger ziemlich, ziemlich brauchbar. Drei Stück von denen, also insgesamt vier. Das ist doch abartig. Okay, das... Nee, der ist nicht tot. Ich brauch Bolzen. Keine scheiß Münzen. Ja, ich muss jetzt meine scheiß Fackeln für die ganzen Kelps hier verwenden. Fackeln, ja. Feder, meine ich. Tut mir leid, aber sonst komme ich hier nicht weiter, weil die sind einfach gerade zu stark. Entweder bin ich echt underlevelt und es war noch nicht mal vage, verdammt Chip. Was? Nochmal zwei? Leck mich doch, wie viele denn? Das sind Urukai des Todes. Was für, ich hasse Spinnen. Das ist schon lang vorbei, das Kapitel. Oder warte, kommt das noch vielleicht? Nee, vielleicht kommt auch hier die Spinnen. Wie viele denn? Ich habe keine verdammten Federn mehr. Lass mich hier weg. Lass mich hier einfach weg. Scheiße. Ja, ich merk's. Lauf, lauf einfach. Diesen Kampf kann ich nicht gewinnen. Ich lass meine Freunde im Stich. Wo? Nice. Ich hoffe mal, dass ich damit irgendwas reißen kann. Ich habe vorher gesehen, er wurde wiederbelebt, der Radan. Aber... Oh, nö. Hi. Was frisst er da?
Irgendwelche Polypen oder was? Er hat keinen Bock mehr zu essen, er ist fett. Massephase beendet. Wir sind, glaube ich, in sein Reich eingedrungen und das mag er nicht so ganz. Oh, die haben sich wieder zu mir geportet. Ja gut, ein Troll. Im Gegensatz zu dem, was da vorne gerade war und sonst so, ist das eigentlich gerade geschenkt. Weil das hatten wir schon so etliche Male auch. Und ein Troll ist jetzt im Alleingang auch wirklich kein Problem mehr. Theoretisch dürfte der mich nicht einmal treffen. Das wäre schon peinlich, wenn er das tut. Ah, okay. Wow. Ich wusste nicht, dass er die Attacke ausführt. Ich dachte eigentlich, er macht nur einen Schlag. Ist ja eh benommen. Jetzt kann man ihm wieder ein bisschen was zusetzen. Jetzt rage da wieder. Was? Ich habe keine Munition gefunden in den ganzen Dingern. Ah, hier. Ja, yeah, 12 Bolzen. Die kommen auch alleine mit dem klar. Bam, in die Fresse. 2000, er meint. Ja, der ist gleich tot. Tut er doch schon. Bist schon tot? Ne, ist schon wieder Benommenheit. Er ist schon komplett bis zur Hälfte aufgeschlitzt, Mann. Wie lange will er denn noch leben? Wir machen doch schon Schaden. Okay, jetzt ist er weg. Adios, amigos. Bruh.